zum Glück fällt mir Text lernen wirklich nicht schwer. Also wenn ich das so mit der Schule vergleiche, wundere ich mich immer, wieso ich Text lernen kann und dann halt so andere Dinge nicht. Aber es liegt einfach daran, dass es mich interessiert und dass das für mich irgendwie sowas ist, was für mich total realitätsnah ist und ich mir das vorstellen kann, anders als irgendwelche Chemieformeln oder so. Und das ging zum Glück ganz gut. Es war aber auch schon echt viel. Also ich weiß noch, die Szene zum Beispiel, die ganz am Ende ist, wenn ich erzähle mit dem Zug nach Westerbork und so weiter und so fort. Das war was, wo Hans und alle wirklich noch bis zum Ende dran gearbeitet haben. Und es war dann so, es kam dieser Nachdrehtag eben im Studio und ich habe den Text sehr kurzfristig vorbekommen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Also sprich, der zweite Text kam dann so an dem Tag. Und ja, genau, also das andere konnte ich natürlich auch schon ein bisschen vorher vorbereiten. Und das zweite war, Gott, Drehen und Schule. Drehen und Schule, Entschuldigung, Drehen und Schule. Also ich habe komplett in der Schule gedreht, 2 Monate. Ich musste das alles nachholen. Ich konnte nach einem Drehtag nichts mehr machen. Da war ich durch. An einem Wochenende konnte ich eigentlich auch nichts mehr machen. Das heißt, ich habe es eigentlich so in den Ferien und immer mal, wenn ich Zeit hatte, nachgeholt. Und jetzt in der Oberstufe merke ich das schon mehr. Jeder Fehltag wird irgendwie döver. Ich ergänze jetzt gerade, und jetzt gerade, Sie sind auf Tournee, was ist denn jetzt gerade? Haben Sie Ferien? Ja, also heute war ich nicht in der Schule und ich habe vorhin schon gelesen, dass wir nichts gemacht haben. Also irgendwie sind ganz viele krank und so. Also von daher super. Es freut mich dann immer sehr, wenn die SMS kommt, es war nichts. Ja, mal gucken, jetzt kommen Klausuren. Ich muss dann teilweise welche nachschreiben oder vorschreiben. Ja, Kann man aber. sagen, Recklinghausen statt Schule, ne? Recklinghausen statt Schule, genau so ist das, ja. Hackenberg, ne? Bitteschön.